Huhu, da sind wir wieder. Inas Nacht heute mit der gar nicht toten Hose Campino. Und seine anderen gar nicht toten Hosen sind auch alle da. Fahri Yardım, die super coole Tatortsocke, ist in the house. Sigrid singt eine so tolle Stimme aus Norwegen. Sie schwebt durch den Celli. Und die Broilers braten ihre Gitarren. Juhu, los geilert. Mein erster Gast heute in der Show war noch nie da. Ich freu mich so. Du die schicke Mann. Oh ja, ich hab geduscht. Ich schon ein Bier gezahlt. Hey Leute, Bier haben wir genug. Frau Müller, Tag gesagt. Hallo Tag, Frau Müller. Leute, Wind stehen gut. Licht ist genug, falls er mich küsst. Falls er dich küsst. Oh. An dich. Ja, ich freue mich. Hast du gehört, den Punk gehört? Wir wollten noch eine Double Bass aufbauen. Ja, aber keine Punkband spielt Double Bass. Da sind wir zu schlecht. Weil sie es nicht können, ne? Genau. Ja, ja, ja. Deswegen haben wir die auch wieder abgebaut. Wir haben gedacht, es hört sich zu gut an. Aber das glaubt uns keiner. Nee, war fein. Sehr gutes Info. Was ich so toll fand. Habt ihr was zu trinken? Ja, jetzt schon. Ich will jetzt nicht unnötig werden. Jetzt schon. Ja, unbedingt. Ja, ich freue mich. Ich dachte, ich bin immer so schlimm. Nein, nein, nein. Das Warm-up, dann direkt zum Wesentlichen. Was trinkst du denn? Einfach ein kaltes Bier? Wein, Weißwein, Rotwein, Whisky. Eine Weißweinschorle. Oh. Ja. Natürlich. Du darfst da schon mal reingehen. Ich gehe da jetzt auch hin. Ja, so. Ich auch. So, Ding ist an. Na, Alter? Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Ja, hat lang gedauert. Ja, sehr, sehr lang gedauert. Du hast immer keine Zeit gehabt oder kein Projekt gehabt oder ihr wart irgendwo im Ausland oder irgendwas war immer. Navi im Arsch, also lauter so irgendwie Sachen. So Sachen. Ist dir eigentlich aufgefallen, mit welchem Song ich dich reingeholt habe? Das ist ja der Schub-Schub-Song. Von? Cher hat den mal gesungen. Ja. Ja, ich mega. Ja, mega. Ich fand Cher immer gut. Ich habe gelesen, dass du weit über zigtausende von Alben hast bei dir zu Hause. Unter anderem, so jetzt aber. Cheers. Cheers. Das sitzt. Ja, ja, das üben die aber schon seit heute Nachmittag. Sehr gut. Ah, lecker. Ich habe dann gelesen, dass du selber gesagt hast, dass in deiner riesigen Plattensammlung sich unter anderem James Blunt, den du ganz gerne mal hörst. Ja. James Blunt musst du uns erklären. James Blunt, ich weiß, na, der saß da so schön in diese erste Single, genau. Nee, das Video. Wie er dann da so sitzt, im Yoga sitzt, genau. Und wie er dann da ins Wasser springt, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt auch noch hören würde, was man nur von mir erwartet, das wäre ein armes Leben. Das finde ich auch, deswegen war ich so froh, als ich das gelesen habe und würde dich bei all deinen 1000 Platten gerne fragen wollen, wenn ich jetzt aufzähle, ich habe es vorher noch eingetragen, wo wohl? Hä? Liste, so, da haben wir sie. Okay. Ich würde sehr schnell Künstler, also Sänger sagen und du würdest immer sagen, habe ich nicht. Okay, also ja, nein. Ja, ja, klar. Ne? Peter Maffay. Oh. Nur die frühen. Nur den frühen Peter Maffay. Hey, habe ich leider nicht. Hast du nicht. Ja. Madonna? Habe ich. Elton John? Habe ich. Cat Stevens? Elton John will ich übrigens dran arbeiten. Habe ich mir fest vorgenommen, will ich mich noch mal richtig einarbeiten. Guter Mann. An früher und so. So, wer war der letzte genannte? Cat Stevens? Eventuell schuldete mir mein Bruder mal irgendwas und hat mir da so die schlimmsten Exemplare seiner Sammlung gegeben. Da ist er bei. Du bist gemein. Ich hab das, also Cat Stevens, lass nochmal. War aber auch ein bisschen Mädchen damals, ne? Mädchen. Keine Ahnung, es war. Diana Ross? Nein. Die Ärzte? Ja. Natürlich. Entschuldigung, man muss wissen, der Feind schläft nicht. Nee, nee, der guckt auch mal. Das ist was los. Nee, aber ganz ehrlich, also das mal eben aufzuklären, wenn die was machen, die schicken uns sofort die Sachen und wir schicken denen das auch. Also wir sind echt im Austausch und beste Kollegen. So. Das wollen wir doch auch nur. Wir wollen ja diesen Beef auch irgendwie immer natürlich, nur mitkriegen. Natürlich. Wenn man viele tausend LPs hat, wonach sortiert man die dann eigentlich? Alphabetisch.
Nicht nach Farben? Nein, das wäre zu schwierig. Das ist so Mädchenkrams, glaube ich. Keine Ahnung, also ich hab's gern alphabetisch. AC/DC? Natürlich. Ja? Alles. Ja, ehrlich? In zigfacher Ausführung. Wirklich? Sonderboxen, alles, was es gibt. Okay, Sinatra. Ich habe AC/DC hier in Hamburg mit Bon Scott noch gesehen, im Audimax 1978. Wirklich? Ja, das war die große weite Welt. Und die kamen direkt Bon Scott mit Angus Young auf den Schultern an mir vorbei, mit dem Turnister, wo der Weihrauch rauskam. Und hast du gezittert, als sie immer näher kamen? Ja, ich war einfach nur begeistert. Ja. Hab mir kurz gedacht, Mann, sind die klein, aber ansonsten... Ist immer so. Das mit dem Kleinen ist ja außer bei dir fast immer so. Aber ich habe auch kein Talent. Weißt du, die Kurzen, die haben dann, die lassen ihr Talent raus und sind dann gut. Weil die Soteria-mäßig sich da beweisen. Die konnten sich nie wie du auf die Optik verlassen und auf größere Optik-Erscheinungsbild, sondern die mussten richtig rödeln. Ganz egal, die waren jedenfalls groß. Deine Mama ist ja Engländerin gewesen und dein Papa Deutscher. Ne? Ja. Und du hast ja eine große Affinität durch die Mutter eigentlich auch nach England. Ne? Ja. Und warum bist du nie da ganz hingegangen? Habe ich mich, nachdem ich das Buch gelesen habe, gefragt. Ja, gab es Momente, wo so eine Sehnsucht da war, aber letztendlich hat sich das dann von alleine ergeben, dass es nicht so sein sollte. Also ich habe hier meine Freunde gehabt und hier die Band dann gefunden und dann waren solche Sachen einfach nicht mehr die Priorität. Aber die Anfangsjahre, die man auf YouTube noch mal gucken kann, was mir gar nicht klar war, dass das noch ging, als ich zufällig in ein Konzert von euch geraten bin in Bremen, ewig lange her, ich glaube wirklich 30 Jahre. Fast das erste damals als Toten Hosen Konzert. Wie ihr damals, also du hattest ja auf der Bühne zwei Menschen alleine, die dafür zuständig waren, dich aus Schlagzeugen wieder rauszuziehen, dich irgendwo immer wieder rauszuziehen und wieder hinzustellen. Und du hast das alles ohne Verletzungen überstanden. Ne? Ach ja, jedenfalls, was heißt ohne Verletzungen? Also es ging schon das ein oder andere Mal schief. Ich erinnere mich an so ein Konzert in Aurich. Also die wussten nicht, was Stage-Diving ist. Und, also, und dann kam ich noch voll euphorisiert mit Totalanlauf, spring da in die Menge und die sind alle geistesgegenwärtig zur Seite gegangen. Wisst ihr, ich sag ja mal, der Ostfriesenwitz, ein Klischee entsteht ja auch aus irgendwas. Und man kann sich vorstellen, überall bleiben sie stehen und tragen dich wirklich Stage-Diving-mäßig. Nur Aurich bildet wieder eine Gasse und du knallst vorne. Ich habe so gedacht. Damals war die Provinz noch nicht so. Wo ist die Narbe? Irgendwo hast du doch... Hier ist so was Verschrumpeltes. Bist du richtig so dann? Bin volle Kanne, also das hat geknallt. Und hast du gesagt, ihr Arschlöcher, was ist denn mit euch los? Nein, es ging weiter. Also da musste man dann durch, klar. Aua. Ja, nee, das war und Aurich stand da eine, ich kann mir vorstellen, eine Hand immer so in der Hose, andere Hand ein Bier, ne? So, ich und weiß dann nicht. Machen die so, oh, was macht er denn? Ja, und dann stehen sie wieder zusammen. Na, das war jedenfalls der Tag, da habe ich den anderen gesagt, wir müssen zusehen, dass es immer schön ausverkauft ist, damit die nicht zur Seite gehen können. Ja, also, da war noch Platz, ja, verstehe. Du musst mal, ich würde gerne, einmal musst du uns einmal den Shanties und mir nachher nochmal Stage-Diving beibringen. Das machen wir. Also mal. Ihr macht, ich bin du aber wieder mehr, ich du bin bist der Jogi Löw der Aktion und berate nur. Du bist oder? Der Trainer und berätst nur. Vater Graf. Ich freue mich aber sehr drauf. Okay. Ja, genau, ich lasse mich fallen. Ihr habt doch jetzt nach 5 Jahren ein neues Album. Was macht man eigentlich in den ganzen in 5 Jahren? Ich meine, okay, es sind dann 12 Songs. Ich mache ja ab und zu auch Alben, auch so alle 3. Das nächste wahrscheinlich in 5 Jahren. Ja. Und ich würde nie sagen, ey, ich habe jetzt 5 Jahre echt an dem Album gearbeitet. Das macht ja kein Mensch. Ja, aber das musst du mal probieren. Das zieht wahnsinnig. Das knallt richtig an. Hat man doch am Schluss. Ich habe jetzt 5 Jahre an der Scheibe gearbeitet. Und nein, es ist... Ein Jahr arbeitet man daran. Ja, wir sind da ein bisschen langsamer, ja, 2 schon. Okay. 2 Jahre dann schon. Und viel wegschmeißen immer wieder und dann reichlich. Wieder also ohne Unsinn. Vince, unser Produzent, hatte mir so eine SMS geschickt vor ein paar Tagen. Wir haben 475 Versionen eingespielt, nein, bis wir dann auf so eine Essenz von 15 kamen. Da sind dann, was weiß ich, von gewissen Stücken dann 16 Variationen dabei und so. Aber ist schon viel, was man so auswählt, was man wegwirft. Und, wer bestimmt das? Das wer sagt dann, das ist jetzt die Endversion? Jeder nicht, hat eine Stimme. Okay, und ist nicht das gemeinsam ein Riesenelend? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe das immer als Qualität empfunden, mit den anderen zusammen das zu beraten. Gemeinsam Enttäuschungen durchzustehen ist leichter. Und wenn du mal einen Erfolg hast, zusammen zu feiern, ist definitiv besser, als alleine in einem Raum zu sitzen und immer zu rufen, das habe ich alles alleine geschafft. Weißt du? Also ich war immer Teamspieler und ja, war, glaube ich, das ja Schlauste in meinem Leben,
zu sagen, alles wird geteilt, Sorgen, gute Dinge und damit sind wir klar ausgekommen. Jeder weiß in der Band, warum er benötigt wird und warum er nicht zu ersetzen ist und das läuft gut. Wenn ihr streitet, worum geht's dann? Um Inhalte oder eher um, ich kann ihn nicht mehr sehen? Worüber streitet man? Also, das ist echt schwer jetzt zu sagen. Also der schlimmste Streit, den ich mit unserem Produzenten hatte, der ja irgendwie zur Familie gehört, das war... Und da sind wir uns echt fast an die Kehle gegangen. Das war dieser Streit, wer jetzt wichtiger für die Musik war, die Sex Pistols oder Queen. Ja, das er ist war ja euer Problem. Großer Queen-Fan. Ja. Und wir haben uns noch nie über die eigene Musik so gestritten. Aber da war ja schon Alkohol. Aber für mich war völlig klar, dass die Sex Pistols, der trinkt nicht. Ach und so. Der findet Queen gut. Da muss man gegen aber ankommen. Entschuldigung. Aber findest du Queen nicht gut? Aber nicht so gut wie die Sex Pistols eben. Das war das Problem. Anders gut. Ich finde, das ist Apfel und Birne. Nein, ich habe das ja auch eingesehen. Ich habe dann bin in mich gegangen, habe mir das Zeug von denen durchgehört. Ist alles klasse. Aber ich sage immer noch, dass die Pistols mit ihrer Scheibe wirklich für eine Revolution gesorgt haben. Und ich glaube, dass die Musikwelt heute sehr viel anders geworden ist wegen dieser Platte. Und Queen haben nicht ganz so viel verändert. Aber die ganzen... Oh. Kriege ich natürlich direkt eine Wallung. Aber ich möchte auf dieses Thema jetzt nicht einsteigen. Also ich muss dich unbedingt mal mit Vince bekannt machen. Ja, weil wenn du die Rhapsody und so weiter von denen dann hörst und dann sagst du, das ist doch neu, diese 10-Minuten-Stücke, die damals noch möglich waren, was heute alles gar nicht mehr geht. Aber deshalb haben wir da angefangen, Punk zu machen, weil wir nur immer 1,30 sein wollten und nicht 10 Minuten. Ja, wirklich? Ja, keine Solos, alles überflüssige raus. Ja, weil ihr so schnell wart auch. Ja, und weil man auch nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Also ein Solo oder so, das war schon schwieriger. Ja. Als ihr euch getroffen habt, ging es ja eher darum, dass du befreundet bist und weniger, wer spielt den geilsten Bass oder die geilsten Gitarren und so. So war das. Also Andi zum Beispiel, ich habe den ja im Hockeyclub kennengelernt. Der hatte noch nie einen Bass in der Hand, bevor wir nicht die erste Probe hatten. Und Andi? Dann war er sehr irritiert von diesen 4 Saiten und so und hat sich erst mal 2 abgemacht und das war in Ordnung. Das hört sich, aber was, das hört sich top an. Wie macht ihr das mit Style? Ist der Style eigentlich oder Stil? Ist der Stil? Stil, wie sagt man? Style. Wie du das sagst. Ja, so würde ich jetzt sagen. Du selbst. Hey, wenn ich selber und sage, ey, der Style of your band, of the musician. Ja. Bestimmst du das mit? Nein. Also am Anfang war die Linie ja klar. Wir sind die Toten Hosen. Ja, was soll man da für Sachen anziehen? Ja. Also ab in den nächsten Kilo-Shop am Bahnhof. Und dann, das, wie gesagt, man hat da keine Hose oder ein Hemd gekauft, sondern es wurde alles auf eine Waage geworfen. Und dann hieß das 5 Kilo. Ja, 2,80 oder sowas. Ja. Ach so, und da war natürlich schon unser Anspruch, die hässlichste Band der Republik zu sein. Und was weiß ich, die alten Gags, weiße Hose und dann mit Kreide Pissflecken draufmalen und so. Also es sah nicht immer schön aus, was wir da anhatten, aber man hat uns klar erkannt. Und das hat dann auch viele Probleme gelöst. Zum Beispiel gab es keine Eifersucht mit Groupies, weil es gab sowieso keine Groupies. Gab es wirklich keine Groupies? Nein, da also noch nicht, nee, die kamen erst später. Wann wir haben ging erst das nachher los? Gemerkt, dass sie dann doch auch auf Geruch Wert legen und so. Und, ja. Und dann das war alles schnell. Ich mochte auch sehr den Spruch, dass du gesagt hast, wenn man mit den Groupies nach den Auftritten noch wirklich hemmungslosen Akrobatensex hat, dann hat man einfach auf der Bühne was falsch gemacht und nicht alles gegeben. Das fand ich auch sehr gut. Ja, das ist stimmt und das wollte ich nur mal sagen. Also es gab tatsächlich in der Punk-Szene, das können die Ärzte wahrscheinlich genauso bestätigen, so eine Groupie-Szene gab es nicht, das war verpönt. Also natürlich hat man sich durch die Gegend gevögelt, aber auf Augenhöhe. Ja, also man war jetzt, man war eben nicht was Besseres oder so. Weißt du, mach mit mir, was du willst, aber auf Augenhöhe. Das habt ihr auch noch nicht gehört, Mädels, oder? Ja, ich hatte einen One-Night-Stand, der war echt voll auf Augenhöhe. Ja. Aber gut. Ja. Sag mal, hast du Angst vorm richtig alt werden? Wie alt bist du jetzt? Mitte 50, ne? Ja. Wie fühlt sich das an? Knitterig. Also vor allen Dingen dann. Nein, das ist doch alles. Jetzt mal ganz ehrlich, ey, keiner von uns kommt drum rum. Nein. Wer von uns möchte Tage, die er erlebt hat, wieder hertauschen? Niemand. Oder die wenigsten. Ein paar. Ein paar vielleicht. Ja, ein aber paar. So im Prinzip, was mich angeht, ich bin ganz zufrieden. Und klar, wenn ich morgens aufwache,
fühle ich mich wie 75 und abends fühle ich mich an solchen Momenten wie 18 und in der Mitte treffe ich das dann, dann sind das dann Mitte 50, kommt irgendwo hin alles und ich bin locker damit. Also solange man seine Knochen bewegen kann, ist alles gut. Also, na, hast ja recht. Ihr habt so eine Grabstätte, ich weiß nicht, ob du Bock hast, darüber zu erzählen. Ja. 17 Grabplätze auf dem Düsseldorfer Friedhof. Ja. Will man das auch noch? Will man das ist ganz wichtig. Also schließlich verbringt man da doch die längste Zeit, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich. Und da ist das einfach gut zu wissen, wer neben einem liegt. Und ich will das auch gar nicht anders. Ich weiß, dass links Kuddel und dann Andi kommen. Also wie auf der Bühne angeordnet. Genau, ne? Hinten ein bisschen höher gelegt, der Schlagzeuger. Jetzt frage ich mich aber, wo... wo liegt dann Andis Frau? Frage ich mich jetzt gerade, weil du hast ja auch die Frauen dabei. Nein, und die dürfen Kids. Ja, die dürfen alle mit, wenn sie wollen. Die, aber die müssen, die können natürlich nicht da in der Bühnenformation rumwuseln. Aber jetzt geht's los. Nein. Ich bin vielleicht die Frau von Andi und sag, hör zu, Liebling, Campino oder ich? Du musst dich jetzt entscheiden. Nein, du musst und wir haben noch unsere drei Kinder. Das heißt, wir alleine sind fünf. Und ich glaube nicht, dass sie uns von den 17 Plätzen, wo jetzt schon drei weg sind, fünf abgeben. Dann würde sagen, Andi würde sagen, Baby, hör zu. Natürlich kannst du dich auf die Bühne stellen, aber bitte hinter dem Vorhang. Es ist doch kein Sommer. Also quasi die hintere Reihe. Muss man auch akzeptieren, ne? Im Ranking. Ja, ich meine, die sind doch da in Griffnähe. Also wenn da irgendeiner nervös wird, ist doch überhaupt kein Problem. Du meinst bei einer Party, wenn da unten, wenn es losgeht, Michael Jackson-mäßig? Ich glaube, ja, also so viel stimmt muss da... dass du auf deiner Beerdigung gerne Je T'aime hören würdest? Das habe ich mal gesagt, aber das wechselt natürlich. Ja, okay, auch da wird man älter. Tage wie diese ist ja der meistgespielteste Beerdigungssong in Deutschland zurzeit. Wusstest du das? Das war mir nicht klar. Das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass der häufig auf Beerdigungen gespielt wird. Aber findest wird. Du, dass es passt? Ja. Was? Ja, das ist ein Song für alle Gelegenheiten. Ach, wirklich? Klar. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Während die Leute jetzt Bierdeckel schreiben wollen, nee, du singst. Du singst und die Band spielt. Und ich freue mich so, dass sie da sind. Die Toten Hosen! Nein. Super, das finde ich gut. Ran und fertig. Aber wir müssen jetzt erstmal den Sänger ja noch hier raus. Ja, den Sänger noch nach vorne holen. Guck mal, kommst du so durch, ja? Ja, klar. Ne? Alles gut. Alles, ja. Guck mal, haben die gar nicht gemerkt, dass du noch gar nicht da bist. Das ist irre. So ist es am Ende nämlich. Ja. Das sind die Themen, die man dann in der 17. Grabstätte hat. Jede Gelegenheit, um dich fertig zu machen. So, der Wind steht gut, Licht ist genug, gegessen haben alle. Wir sind da. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4. Wie viele Jahre kann das so weitergehen?
drei Kisten bei mit Bio-Sex, weil die verträgt nichts anderes mehr. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Wie viel Jahr? Gerade sehr gefasst. Und ich wirke so gefasst, weil normalerweise geht es ja jetzt gerade erst los. Ach so, und jetzt verstehe. Noch zwei Stunden weiter. Verstehe. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man nur noch ein Lied spielt und dann wieder rausgeworfen wird. Ja, das ist schwer. Man ist noch nicht ganz da. Man hat einmal reingesteckt und muss dann wieder gehen. Ja, ja. Und es ist noch nichts passiert. Du hast recht, Walti. Wir sehen uns gleich nochmal. Das war schon mal ganz, 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 ganz toll. Und wir würden noch ein bisschen weiterreden hier, Campi. Wenn's ich komm zu dir, ne? Ich würde jetzt so machen und du könntest da durch die Flucht. Das war gut. Ihr dürft noch mal rübergehen, Bierchen trinken, wenn ihr Lust habt. Ich möchte gerne was machen. Ich würde gerne einmal in meinem Leben, weil ich es noch wirklich noch nie gemacht habe, dass du den Trainer machst und dich vielleicht da mit dem Hintern draufsetzt, um mich zu beobachten, ja, und mir Anweisungen zu geben. Und ich würde gerne einmal alle Shanties bitten, hier reinzukommen, weil ich möchte einmal in meinem Leben mal Stage-diven. Und zwar technisch richtig. Das habe ich noch nie gemacht. Jungs, ganz ran, ganz ran, ganz ran. Alle da, alle da. Oder den alten Otto wegzumachen? Seid ihr noch alle da? Ja! Aber nicht mehr lange! Okay, meine Frage ist, muss auch der Shanty-Club wissen, wie es funktioniert? Also muss auch das Publikum wissen, wie es geht? Oder ja, nur der Sänger? Die müssen nicht wissen, wie es geht. Die müssen aber im besten Fall alle die Hände oben haben. Aber so, ne? Also flach? Schleise machen. Okay. Campi, du darfst jetzt regieren bei so einem. Es darf überhaupt nicht so viel nachgedacht werden. Was? Also, bereits dass dieses große Erklären ist ja schon irgendwie nicht der Normalzustand, ist einfach ein Impuls. Okay, könnten wir noch mal? Du spürst, du willst ja jetzt rein zu diesen Menschen. Okay. Das war ein sehr intimer Prozess. Jetzt sollten wir über eine gemeinsame Grabstätte nachdenken. Also das gerade miteinander erleben. Du warst auf Augenhöhe. Ja, das war wirklich meine Stadtin. So. Ihr dürft zum Lüften wieder raus nach draußen. Campi, würdest du dich, wenn du dich hier mit dem Hintern hinsetzt und die Beine so wie ich jetzt gerade, und wir würden dann die Bierdeckelchen einsammeln. Okay. Gott, war das ein Erlebnis. Das wusste ich nicht. Schönes Erlebnis. Aber guck mal, ich kenne die Jungs. Du kennst ja dein Publikum dann nicht. Ja, aber ich will jetzt hier nicht den Klugscheißer machen oder so. Aber im Grunde ist es ja so, wenn du ein größeres Konzern spielst, dann hast du da ja immer einen Graben. Ja. Und dieser Sicherheitsgraben, der ist manchmal 1,5 Meter, manchmal 2 Meter. Und um den zu überbrücken, musst du echt mit Anlauf von hinten kommen und dann fliegst du. Und wenn da irgendeiner nicht hinguckt, so kann das auch schon mal richtig krachen. Ja, oder du hast nicht die Power, dann landest du in diese Absperrung rein. Das heißt, das war jetzt eben ein bisschen Baby-Diving, ne? Kann man so ein bisschen so, er hat mich erinnert an so eine Freibad-Szene. Ja, ist ja gut. Mit meinem kleinen Jungen im Schwimmunterricht, so beim ersten Mal, wie man da so reinklatscht. So, da kommt der Trainer immer so rein und tschupp, tschupp, tschupp. Haut er die da alle so rein, so entenmäßig. Aber ich habe mich auch so gefühlt. Oh Mann, aber es sah trotzdem toll aus. Ich habe jetzt hier Bierdeckel, aber ich habe auch noch so schöne Fragen hier. Ich muss die noch eine
Ich muss dir noch eine Frage stellen. Die hat Bob Geldof irgendwann einfach mal in die Garderobe eine Ratte mit Käfig und Futter gestellt. Mhm. Ist das nicht das Schlimmste, was im Leben passieren kann, dass die einem jemand ein Haustier in die Garderobe stellt und man muss es dann mitnehmen? Das war schon irgendwie, ich hatte Geburtstag und dann der, wirklich, da war dann nur diese Karte, this is Bob, treat him well. Ja. Netterweise noch eine Tüte Futter mit da hingestellt und dann hatte ich den erstmal an der Backe. Und wo ist Bob gelandet? Bob ist gelandet bei einer Frau aus der Crew, die mit Ratten sich gut auskennt und die auch öfter welche gehabt hat. Und also ich habe viele Bilder noch bekommen von Bob und so und den auch einmal im Monat besucht. Ja, ja. Aber er hat nicht bei mir gelebt. Aber trotzdem muss man sagen, das Mieseste, was man jemandem antun kann, ist ihm ein lebendiges Tier, glaube ich, zu schenken. Ja, also die Ratte ging ja noch, aber was ich gehört habe, ist, dass er eigentlich mir eine Ziege schenken wollte. Aber da hat der Tourmanager gesagt, die kommt nicht auf den Bus. Nee, bitte. So, und also da war ich mit der Ratte noch ganz gut bedient. Wer von euch schnarcht im Tourbus? Wenn wir über Nacht fahren, was ich unheimlich mag, das ist einer der Höhepunkte auf Tour. Meistens schlafen wir ja dann in der jeweiligen Stadt und jeder geht in sein Zimmer. Ja. Aber manchmal gibt es halt Strecken, die kannst du nicht anders zurücklegen. Dann steigst du in den Bus, dann trinken alle noch ein Weinchen zusammen. Und das sind so ganz sentimentale Momente, wo wir uns auch mal erlauben zu sagen, hey Oma, heute warst du gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann schläft man selig ein und wenn dann mal einer schnarcht, dann ist es einfach ein gutes Gefühl zu wissen, da ist noch einer in der Nähe oder es gibt so. Ja auch Ohrstöpsel. Gibt auch, brauchen wir aber nicht. Also da ist der Motor immer lauter. Ist es schwer, graue Haare blond zu färben? Bist du grau? Das weiß ich nicht. Meine Haare sind ein Leben lang gefärbt irgendwie. Das ist relativ so, wie das so ist, wenn man das einfach so lässt. Ja, genau. Aber trotzdem wird es immer zwischendurch, denke ich, ach fuck, nee, jetzt wieder blond oder irgendwie dunkler oder irgendwo. Also das haben wir uns als Marotte immer aus diesen Tagen da gelassen. Was war das schönste Kompliment, das dir eine Frau je gemacht hat? Du siehst unheimlich schlau aus. Schlau? Hast du einen Bausparvertrag? Nein. Was hältst du von Schönheits-OPs? Na, das kann man sich denken, ne? Nee, ja, was würdest du denn sagen? Nicht. Ich finde es also, auch echt albern. Wirklich, das wird bei dir nicht gehen. Also das geht so, ey, denkst du, man kriegt da nichts hin, oder was? Doch, aber ich glaube... Ich glaube, wenn ein Campino, die wäre jede Falte lieber als die Scham... Auf einmal mit so hochgelegten, man lässt sich ja immer, viele Männer lassen sich ja irgendwann diese Dinger wegmachen, ja. So hochlegen. Ja. Und dann gehen diese Säcke weg, hier unten. Wenn die Säcke, Säcke die weggehen, ist ja erstmal eine schlechte Info. Aber, weißt, was ich nein, was, also, nein, aber was, ich find, was ich habe generell ein Problem damit, dass das so zu sein scheint, dass Natürliches, Reales irgendwo den Leuten immer gleichgültiger wird. Silikon und so weiter. Ich kann es nicht nachvollziehen und mich irritiert das auch sehr. Wie hältst du die Lautstärke der Musik aus? Ich fand das gerade so cool. Hier in dem kleinen Puff, das ging gerade so in die Magenkuhle. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Keine Ahnung. Also ich finde schon, also es gab immer schon Bands, die einfach den Ticken zu laut sind. Ich finde, man muss das für sich selber auschecken. Ja? Eine Lautstärke, die einfach noch Spaß macht und die einem so einen Schauer in den Rücken jagt, ist okay. Mhm. Und dann gibt es auch Bands, wo das einfach nur noch, wenn es ein Schmerzgefühl wird und man eigentlich raus will oder weg will, dann ist glaube ich, das Ziel verfehlt. Mhm. Aber ja, wenn du mich so fragst, als ich jünger war, konnte ich Lautstärke besser ab. Das ist auch so, wenn die Ohren schlechter werden, dann wirst du irgendwie da sensibler. Merkst du was an den Ohren? Merkst du, dass die schlechter... Was? Ja, klar, wenn ich schnell gewesen wäre. Ne? Ja. Also ich beschäftige mich auch wirklich mit der Frage. Aber ich merke das keinen Tinnitus, halt also meine Ohren sind wahrscheinlich schon zu sehr kaputt, als dass sie noch einen Tinnitus registrieren würden. Wirklich? Du meinst, ach so, ja, das ist natürlich auch eine Idee. Ja, und wenn ich mit Frauen rede, dann denke ich immer, aus welchem Ruderclub sind die denn irgendwie? Weil ich immer nur tiefe Stimmen höre. Ich höre ja überhaupt nichts Hohes. Verstehe. Du, wir haben jetzt dann schon einen schönen Rocksong, wie man heute ja sagen darf. Darf man das eigentlich sagen? Punkrock? Würdest du noch sagen, es war Punkrock vorhin, der Song, den ja, also Hauptsache, es war laut, ist laut. Doch egal. Wir haben einen sehr schönen lauten Song gehört. Ja. Und deswegen habe ich ein ganz tolles Mädchen mit einem ganz tollen Song heute eingeladen, die ich auf YouTube entdeckt habe mit ganz vielen tollen Songs und habe meinen Lieblingssong mir gewünscht und sie singt den heute. Und sie kommt aus Norwegen und ist aus Norwegen heute mit ihrem Pianisten angereist. Begrüßen wir mir Sigrid! Yeah. Hi. Hi.
a breakthrough. I'm used to being your number two. I play the sidekick. Let you decide, no, we're the perfect fit. No, let the flame die out and rip the bandit off so slow that you can feel it burning, burning. Don't want that side goodbye, let's keep it low key. Cause every love story's a ghost story, ghost story. It's better to walk away than to run with the ignorance. No use for excuses, so bad things come to an end. I'm done for Fugazi, cause I only go for gold. Don't need no fake friends, might as well shut it down. Might as well shut it down. Might as well ask for an update. We both know that it's too little too late. Don't wanna be a killjoy, but all your words sound just like white noise. No, let the flame die out and rip the bandit off so slow that you can feel it burning. No, burning. Don't want the side goodbye, let's keep it low key. Cause every love story's a ghost story. No ghost story. It's better to walk away than to run with the ignorance. No use for excuses, so bad things come to an end. I'm done sporting Fugazi, cause I only go for gold. Don't need no fake friends, might as well shut it down. 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 Might as well. Stories a ghost story, no ghost story. It's better to walk away than to run with fake friends. No use for excuses, so bad things come to an end. I'm done sporting Fugazi, cause I only go for gold. Hey! Don't need no fake friends, might as well show it down. No, might as well show. Might as well shut it down. No, might as well shut it down. No, might as well shut it down. Sagen, also wie die mit der Kamera flirtet, und man muss auch sagen, die skandinavischen Sängerinnen und Sänger, die haben auch irgendwas, ich weiß es nicht, Jungs, was wir so, die Elfen und die Elben, das ist so unser Ding, ne? Es sind einfach Fabelwesen, die hier reinströmen und diese Lieder singen. Aber wir haben jetzt noch einen ganz tollen Gast. Kannst du es ertragen, dass es neben dir noch einen Gast gibt? Also wie bescheuert wirke ich eigentlich auf dich, dass ich das nicht gut finde? Das ist doch Wahnsinn. Überhaupt nicht. Ja, okay. Und dann freue ich mich sehr, du darfst da sitzen bleiben. Und er wollte eigentlich Lehrer werden. Stattdessen ballert er heute im Tatort alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Leute, begrüßt mit mir meinen Lieblingsschauspieler, Fari Yadi! Fari Yadi! Oh,
Schön. Hier seid ihr. Hier seid ihr alle. Ja, wir hier sind. Wo warst du denn? Ich hab euch gesucht. Ich hab Moin, kennt ihr euch eigentlich? Ja, klar. Von eben. Du bist Papa geworden. Das ist toll. Findest du scheiße? Ja, komm. Entschuldigung. Alle haben direkt. Ja, sieht ganz man das? Frisch und ganz neu. Wie sieht er denn aus? Ist er niedlich oder ich sie? Sag gar nichts. Gar nichts, okay, also, verstehe. Das ist raus. Aber das Mädchen, ist, aber ist, es ist da und es ist ein Mädchen und du bist sehr, sehr glücklich und natürlich hormongeschwängert. Und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja, das glaube ich. Aber ich bin auch ganz schön müde und ich brauche trinken rum. So, das machen wir jetzt. Wir würden einen rumnehmen. Campi, kannst du dein Gebein nochmal, dass du da, ich würde mittig geben. Und Fari, du kommst hier rüber. Okay, kann ich mal eben eine Drehung machen? Kommst du so? Weil du trainierst, weißt du, dann geht das. Ey, nur also hübsche Frauen heute hier. Darf ich das mal euch geben? Normalerweise sitzen hier doch so hässlich, alles hässliche alles Mütter. Guck dir den Glow an, wie sie alle. Als du siehst, er ist ein junger Vater. Ich deine Seite mal eben suchen. So. Na. Wie ist es für dich, so hier gerade wieder zu sein? In Hamburg? Ja, in Hamburg. Du bist ja weg, du bist ja nach Berlin. Das ist ein gutes Gefühl. Immer wieder schön. Wärst du ganz gerne hier geblieben? Es gibt einen Teil in mir, der ist auch hier geblieben, ehrlich gesagt. Wenn du jetzt die Shanties anguckst und da draußen die Elbe siehst, passiert neben dem, dass du gerade Papa geworden bist, noch irgendwas emotional in dir? Das erinnert mich, wenn ich so in diese Gesichter gucke, dann denke ich ans Windelwechseln. Wirklich? Komm, hier auf den Lütten China. Nein. Du bist ja in Harburg eigentlich geboren. Nee, geboren bin ich in Wandsbek. Ach, wirklich? Aber ich war lange in Harburg. Ganz lange, ne? Und innerhalb Harburgs bist du 12-mal umgezogen. Ja. 12-mal? Ja, bescheuert, ich weiß. Nee, noch bescheuert. Wir haben immer in so Provisorien gelebt. Immer, wir dachten immer so, diese Wohnung ist nur für den Übergang. Ja. Und in die nächste, die ist es dann. Und in die sind wir dann auch wieder nur gezogen. Übergang. Für den Übergang. Ohne Bild irgendwo hingemacht. Ich weiß auch nicht. Einfach eingezogen. Jetzt ist der Einbauküche, Baby, Frau, alles da. Wie ist das? Das ist toll. Ganz, ist schön, es toll? Ja, ich habe ja ein bisschen zugehört. Jetzt ist es auf Augenhöhe. Ich könnte das auch. Jetzt ist es endlich auf Augenhöhe. Nee, ein schönes Leben jetzt. Aber das ist schon jetzt weg mit Nomade und ich habe sehr wenig, sondern jetzt gibt es auch wirklich alles. Jetzt gibt's ist Sache Chance, Prenzlauer Berg. Und, ach, so war es richtig da, weil deine Frau natürlich, wir hören gleich auf über privat. Weil danke. Du würdest eigentlich vielleicht irgendwann ganz gerne wieder nach Hamburg kommen. Sie ist aber Berlinerin. Das habe ich alles erzählt. Ja, das kann man alles lesen, also stell dich nicht so an. Nee, sie ist Berlinerin, sogar Prenzlauer Berg, und sie will da nicht weg. Und du ach, denkst, dann bleibe ich lieber irgendwie da. Habe ich erzählt. Ja. Also erstmal möchte ich mit dir über die Optik sprechen. Meine Nase? Ja, was sagst du? Weil du das sagst. Ja. Du sagst, du guckst dir deine Sachen im Fernsehen nicht an, ja, weil du es nicht erträgst, dich selber sowohl Nase, Gesicht, wie Till Schweiger sagt, dein Fischgesicht, was immer. Hat er das gesagt? Ja, hat er gesagt, obwohl es nicht mit einer Fischkamera aufgenommen wurde, mit einer Maulbeerkamera. Wie heißen die denn diese Kameras, die immer so ein Fischei, so eine Fischei. Ja, so eine Weitwinkeloptik. Genau. Ja. Würdest du aussehen wie ein Fisch? Hör auf, ja, geh weg. Das macht er und du hast dir früher deine Haare wie so ein Riesenafro wachsen lassen, ja, damit das Gesicht wegwächst. Damit man es wenig von deinem Gesicht sieht. Können wir nächsten Punkt? Nächster Punkt. Ja, komm, wir machen. Du liest so gerne Ratgeber. Das finde ich total spießig. Auch, ja, das ist wirklich spießig. Was denn für eher so Psycho oder 12 Kilo in 5 Tagen? Nee, Psycho. So Psycho-Sachen. Ach, so, echt? Ja, so. Ich, komischerweise, mich inspiriert das komplett. Wo, aber was denn für Psycho-Zeug? Achtsamkeit und so. Ja. Nachhaltigkeit. Ja, oder. Was hatte ich jetzt auf Toilette liegen? Ja, die Kunst, ein achtsames Leben zu führen. Ja, und ja, und dann hast du da so eine Aphorismensammlung an blödsinnigen Kalenderweisheiten. Ja. Aber so kurz gibt es mir ein gutes Gefühl. Was hast du auf dem Klo liegen? Liest du auf dem Klo? Nee, weißt du, warte, ich lese nicht auf dem Klo. Warum nicht? Ich finde irgendwie, ich mag so Zeitungen nicht anfassen, die da irgendwie in diesem Geruch aber sind. Aber es ist doch so dein Klo. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist der Geruch nicht besser als bei anderen. Wirklich, ich merke. Und ja, dann habe ich wahrscheinlich aber ich diesen Frau. Aphorismen, da kann ich sehr viel. Ich habe jetzt letztens wieder einen großartigen Albumtitel gehört. Unterm Tisch sehen wir uns wieder. Das finde ich doch so ein. Der ist aber. Also da sage ich aber jetzt wirklich Applaus. Das finde ich super lustig. Unterm Tisch sehen wir uns wieder. Das ist ein mega Spruch. Wirklich. Aber wenn du so Ratgeber liest, so geht's mir immer. Ich vergesse mal alles sofort. Ich auch. Ich lese was und denke, Recht haben sie. Ja. Recht haben absolut. Sie. Dann ziehe ich mir die Hose wieder hoch, gehe raus und denke, was hast du noch mal gerade gelesen? Ja. Wer hatte noch mal Recht gerade? Geht dir das auch so? Absolut. Oder bleibt was hängen? Nee, es bleibt Gott sei Dank nichts hängen, wenn ich von Toilette. Aber. Ich habe
Du, was hast du gesagt? Ich habe aber. Oh Gott. Nee, ach, das ist ekelhaft. So. Na, ja. Du warst, weil wir ja gerade ratgebermäßig und so unterwegs waren, in einem Indianercamp. Oh, Scheiße. In einem ESO-Indianercamp in Dänemark. Ja. Mit einem Indianer, der ja unglaublich lange Hoden hatte. Ja. Mit dem du in der Sauna gesessen hast. Was? Ja, in so einer und so Dampf. Ja. In der Dampfsauna. Ja, so. Du behauptest aber bis heute, dass dich das sehr nach vorne gebracht hat. Das stimmt auch. Das stimmt tatsächlich. Aber jetzt lass uns noch mal davon erzählen. Du bist nach Dänemark gefahren. Du hattest eine Freundin, die war ESO drauf. Ne? 2 Tage, 2 Nächte. Nackt. Nackt. In Dänemark, wo es jetzt nicht warm ist. Das war nicht so warm. Aber du hast gefroren, gehungert. Gehungert, gedurstet, hab gekämpft auch mit so Ameisen und Regen und so weiter. Ameisen sind auch echt gefährlich. Ey, ich hab ja wirklich. Gab es da denn eine Zielsetzung? Also was wurde dabei ja angekündigt, was man erreicht? Also ein höheres Aber genau das ist es ja. Genau das ist es ja. Diese Gesellschaft, die uns so einbläut. Naja, ich will jetzt nicht da diesen Apachen zitieren, aber es ist schon. Sonst klinge ich richtig bescheuert heute. Da verliere ich alles, was ich aufgebaut habe. Sag doch nur, was er gesagt hat, aber was du jetzt nicht unbedingt unterstreichen willst. Ja gut, also die Vision. Ja. Es ging schon darum, in dieser Enthaltsamkeit mal zu spüren, was wir so an Selbstverständlichkeiten. Oh Mann, ich kann das nicht richtig ernsthaft machen. Aber es ist wirklich so, dass es war wirklich fantastisch, dieses Hungergefühl, dieses echte, was wir ja gar nicht kennen. Wir sagen ja immer, oh, ich hab derbe Hunger und so. Und dann hauen wir uns irgendwie wieder voll und dann hat man wieder so ein leichtes Gurren da unten und dann denkt man irgendwie, man hätte Hunger. Aber das war mal wirklich 2 Tage nichts, nichts zu trinken. Es war kalt, auch wirklich bitterkalt. Trinken. Und ich habe mir so ein Distel, aus so einer Distel habe ich mir so eine Waffe gebaut, weil ich Angst hatte, dass da Schlangen rumlaufen. Du hast und doch so immer wie ein Hund gebellt, weil du den anderen Tieren Angst machen wolltest. Nein, ich dachte, da kommt ein Maulwurf durch den Boden. Wirklich, genau, ich habe mich hingelegt. Und hinterher hat mir der Apache gesagt, dass das wahrscheinlich Manitou war oder so. Halluzination. Ja, Visionssuche. Ja, okay. So, weißt du, so, dass du mal so diesem weißen Büffel begegnest. Du, aber ich finde, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht irgendwo alleine hocken, genau, mitten in der Natur, einfach mal ohne machen. Essen und ohne Trinken. Du hast doch gesagt, ich soll und, einfach ja, mal machen. Und wie lange die Zeit wird, wenn man da so hockt, oder? Man weiß ja schon, wie man friert, wenn du 5 Minuten an der Bushaltestelle stehst. Wie friert man denn, wenn man eine ganze Nacht da liegt? Da hast du keinen langen Hoden mehr. Ja, hast du gar keinen langen Hoden. Das ist alles ganz straff, glaube ich. Also, wieder am Körper dran. Aber am Ende des Tages hattest du denn nicht auch den Moment, ja, du hast ja dann mit diesem Indianerhäuptling und seinen langen Hoden in dieser warmen Sauna dann wieder gesessen. Ja, das ist so eine Schwitzhütte, nennt man das. Schwitzhütte. Da werden so heiße Steine in die Mitte gelegt. Du bist doch ein lustiger Typ, hast du gelacht manchmal auch und gedacht, wo bin ich hier? Da haben alle geweint. Da konnte geweint? Ja, alle haben geweint. Das löst viel aus. Aber du weinst auch so viel, sagst du ja. Wenn ich das Thema, ich stehe nämlich weinen nochmal extra, dass du sehr, sehr viel weinst. Wein. Ja, weil ich habe überall gelesen, habe ich sehr geweint. Ja, ich weine sehr viel. Oh Gott. Weil du so, weil man dich leicht zum Weinen bringen kann. Ja, ich weine. Ich bin nah am Wasser gebaut. Hast du schon mal eine Frau ins Bett geweint? Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Wir haben beide geweint. Ich möchte noch über was reden. Ja. Und zwar, du guckst sehr gerne Tierdokus. Ja. Nur du sagst, für alle Männer, die keine Kinder wollen, guckt euch Tierdokus an. Spätestens dann weißt du, warum wir auf der Welt sind. Hast du es nicht verwechselt mit einem Porno so ein bisschen? Ich mich da gefragt. Ohne Ficken keine Kinder, ja? Das stimmt. Stimmt, aber es ist tatsächlich so, dass man genau das, glaube ich, in den Tierdokus so schön natürlich sieht. Und es geht mir tatsächlich so, wenn ich das angucke, und so, das ist so ein bisschen, Tiere erinnern mich wirklich an Menschsein ohne diesen ganzen Entfremdungsmüll. Ja, das stimmt. Und natürlich auch ohne Zivilisation und alle schönen kulturellen Errungenschaften, aber es ist schon schön, so Tieren mal in ihrem archaischen Instinkten einfach zuzugucken. Und das ist schon geil. Also mich berührt das einfach. Ich komme ja vom Bauernhof, ich bin ja groß geworden. Ach so, damit. Dann ist das. Aber ich denke immer, wenn ich das sehe. Ich war übrigens kürzlich auf einer Safari in Afrika. Wirklich? Ja, ich fand das mega gut in Serengeti. Ja, wirklich, ganz klasse. Und da wurde natürlich dann auch gerammelt und die ganzen Wagen von überall. Dann gibt es ja immer diese Jeep-Fahrer, die sagen, hier auf F-17 die Vögel gerade. Ja. Und dann wird da hingefahren. Und dann gab es auch so einen Moment Zweisamkeit und dann war aber irgend so ein Löwe hungrig. Und daneben stand zufälligerweise so eine Herde von Gnus. Ne? Und wir mittendrin und plötzlich ein Aufruhr. Und nach dem Vögel wurde er hungrig. Ne? Ja, der wurde dann hungrig. Und dann war das plötzlich ein ganz anderer Vibe irgendwie. Aber man stellt sich ja immer so vor, in so Jagdszenen, dann ist alles laut und die Löwen grüllen oder so. Aber die sind dann, tauchen plötzlich als Team auf und es ist Stille.
die machen überhaupt keine Diskussion. Das ist dann ein Hubs, die suchen sich den Schwächsten irgendwie, das kleinste Tier. Ist halt so in der Gesellschaft, über Menschen. Und dann geht's zack, zack. Bei den Vögeln habe ich noch zu meinem Jungen gesagt, guck mal, schau mal hier und so. Und dann bei dem Killen. Also mein intuitiv habe ich beim Vögeln eher bewilligt, dass er zugucken soll. Ja, und die waren auch alle ganz aufgeregt, die Kids in dem Wagen. Guck mal da! Und dann großes Gelächter. Ja. Und dann diese Härteszene, das war irgendwie uncooler. Aber es hatte Eleganz. Und es gehört auch zum Kreislauf. Ja, das ist es nämlich auch. Wie geht's euch eigentlich? Könntet ihr es haben, wenn eine Katze oder ein Hund bei euch im Schlafzimmer wäre und euch beim Vögeln zuguckt? Das wäre ja so ungefähr das. Also es wäre ja so, wie ihr sagt, die merken es ja nicht, wenn wir die Kamera drauf halten. Also ich möchte einfach keine Geräusche von anderen dabei haben. Wenn also so wenn Hund die das unterbinden können und die sich da in die Ecke verpissen, ist mir das egal. Dann bin ich ähnlich. Wenn die nicht. Dann, schnurrende Katzengeräusche sind okay. Ja, oder wenn die sich so an dich dann so. Drücken, wie sie es ja, aber ich habe gehört, ich weiß das natürlich nicht aus eigener Erfahrung, weil ich war ja nie so. Nein, natürlich. Aber ich habe gehört, dass Hunde auch echt eifersüchtig sein können. So, das war ein bisschen, was ich meine. Das die ist da doch so ungeheuer. Neben dem Bett liegen und zugucken, das will man doch auch nicht haben. Wirklich, ey, da kann ganz schön, also so, wurde mir berichtet. Guck mal, ich sehe, das Kuddel da hinten schon seine nicht hochgedrehte E-Gitarre immer anschlägt, aus wahrscheinlich ein bisschen so Nervosität, warum höre ich nichts? Das ist der Wirt, wenn er nach Hause will. Kuddel, schlag noch mal an. Jetzt singst du noch einmal. Okay, wir hören noch einmal unter den Wolken. Das ist ganz schön, das singe ich zu Hause schon immer. Und rutsche auf meinen Socken durchs komplette Parkettzimmer und tanze mit. Das ist ganz toll. Wir würden uns, wir bleiben jetzt hier so sitzen und hören zu. Nein, ich kann und danach, nee, wir würden uns hier so raufsetzen. Und so, dann und auf drei, uns. Warte. We need a drrrr. Mann ging so. Ich bitte dich, dein Stage-Diving vorhin, das sah aus wie so eine, das war das erbärmlichste Stage-Diving aller Zeit. Was war das denn? Ich bin eine alte Frau. Ich bin über 50 und habe mit meinen Shanty Stage-Diving gemacht. Stimmt, die alle mit ihren Fingern schon so. Ja. So, das ist auch was Schönes. Lass mich da unten stehen, ich will das. Man muss aber so ein paar Highlights im Alter muss man ja auch noch haben, ne Jungs? So, ich würde sagen 3-4. Komm, wie reiß dich zusammen. Ich freue mich so in die Toten Hosen! Vor mir unten zu den Himmelhunden hoch. Wir halten hier die Stellung, sind längst nicht abgezockt. Die Welt steht grad auf ihrem Kopf, der Wind hat sich gedreht. Ein grauer Schatten liegt auf unserem Weg. Unter den Wolken. Aus Eimer, klitschnass von Kopf bis Fuß. Wir laufen durch die Pfütze, Benzin klebt an den Schuh. Und ein paar Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg. Aus einem kleinen Hoffnungsschimmer kann das größte Licht entstehen. Unter den Wolken geben wir die Freiheit. Nicht her, weil sie uns heute alles bedeutet. Unter den Wolken machen wir uns selbst ein Licht am Meer aus allen Träumen.
seit sie uns heute alles benötigt. Unter dem Bullclub machen wir uns selbst ein Licht und mehr aus deinen Träumen. Aus unseren Träumen. Unsere Leuchte. Unsere Leuchte. Das war der zweiterbärmlichste. Ja. Hey, aber nicht letzter. Ah, ich bin nicht letzter. Entschuldigung, geworden. Jetzt bin ich noch mehr verliebt. Du Arschloch. Ich hab versucht, dich nachzuempfinden. Es war alles gut, ja, wie es war. Verstanden. Sehr schönes Lied. Sehr schönes Lied. Komm. Komm schon wieder mit den Fingern. Oh, komm. Oh, können wir mal die Bierdeckelchen haben? Hast du die von beiden Tischen eingesammelt? Sind eure auch dabei, Mädels? Ja. Ja. Oh Gott, wo denn? Also da schon mal nix. Da. Ach so, ach guck mal, alles verkehrt. Naja. Fari, hast du... Oh, jetzt kann ich das echt wieder nicht lesen. Mützen auf oder trägst du auch Hüte? Hast du nur Mützen auf oder trägst du auch Hüte? Nee, harmlose Fragen, ne? Nur heute zum ersten Mal eine Mütze. Okay. Einfach mal ausprobieren. Fand sich gut so? Nee, ich fand meine Haare scheiße. Okay. Hosen oder Ärzte? Schließe ich nicht aus. Ja, okay, so ganz knapp vorbei. Hast du für Winnetou Ponyreiten geübt? Ja, habe ich, muss ich. Wirklich? Hast ja, du da geritten? Ich habe es nicht gesehen. Habe ich reiten gelernt, das war richtig geil. Ich mochte Pferdemädchen früher immer nicht. Und aber ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, Alter, Pferdemädchen was? Das ist die geilste Subkultur, die es gibt. Aber das muss man der jungen Generation jetzt mal beibringen. Wenn ihr Mädels kennenlernen wollt, und zwar konkurrenzlos, geht in den fucking Reitstall. Ja, echt, da sind sie alle! Da reiten sie! Da sind sie alle! Wirklich? Ja, natürlich, alle Mädchen wollen reiten und kaum Junge ist da. Mann, ey, ein besseres Feld gibt's nicht. Ich habe leider erst viel zu spät erfahren. Wir können ja mal üben. Wir können ja mal trocken üben mit dem Reiten. Musst du in Schweigers Restaurant auch fürs Leitungswasser bezahlen? Das ist eine gute Frage. Hättest du lieber eine kleinere Nase und einen größeren Pimmel? Exakt, ja. Nee, das ist nicht Witze. Hattest du schon mal was? Läuse? Läuse? Ja, ich hatte schon mal. Sagt Läuse. Wirklich? Nee, ich weiß nicht. Hattest du schon mal Läuse? Ich nicht. Doch nicht. Doch, warum? Als Kind. Ja, weil ich das Leben. Ich will das Leben kennenlernen. Klar, und da gehören Läuse dazu? Ja, gehören Läuse überhaupt voll dazu, ey. Hast du mal in jeder Berliner Schule, in jeder zweiten Woche, verdammte Scheiße. Oh Gott. Gab's Ärger mit dem Helene Fischer Fanclub, als du sie im Tatort erschossen hast? Ja, es hieß, ich habe sie atemlos gemacht mit Silbereisen. Oh, ist das schlecht. Oh. Ja, Poesie. Bist du schon mal von einem Türsteher abgewiesen worden? Natürlich. Wirklich? Der Kanacke. Ich würde ganz oft. Wir sind einmal extra nach Hannover gefahren und zu einer Großraumdisco. Und alle sind reingekommen und ich war letzter. Und dann ich sag, sorry, heute nicht. Ja, aber heute wollte ich rein. Ja, aber heute. Sorry, heute nicht. Wir kommen ja aus Hamburg jetzt hierher. Ja, wir sind jetzt aus Hamburg. Ja, und dann sind alle wieder raus. Und alle so. Ja, aus Solidarität, aber oh, scheiße. Aber wir haben es mitgemacht. Aber könntest du sowas nochmal hinbiegen? Weil du bist ja verbal sehr geschliffen. Du weißt ja, was du da so machen kannst. Ja, früher habe ich geweint. Ah ja, das glaube ich dir sofort. Bitte sing doch mal, sing noch mal, Fari. Und alles nur, weil ich dich liebe. Na, 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 na. Ich muss nochmal kurz... Und bringe mich für dich um. Also ich weiß jetzt nicht, von wem das kommt, aber es hört sich nach einem geilen Song an. Könnte Hit werden. Gehen wir doch mit dem Kracher, finde ich, jetzt irgendwie raus aus unserer Sendung.
Ich freue mich so, dass ihr da seid heute. Yes. Jungs, es gibt euch schon so lange, ich kenne euch so lange und ihr seid so toll. Und ich möchte jetzt erstmal einen Applaus hören für die Broilers! Applaus! Die Stimmung war so gut bis jetzt. Hallo Sammy, ich habe hier keinen Bierdeckel mehr, der so einen, weißt du, so einen vorbildlichen Lacher bringt. Dann könnte man die Bierdeckel wegschmeißen und dann kommt ihr rein. Und wir hören einen ganz tollen Song von euch, ihr da oben. Applaus für die Broiler! Gut, jetzt geht's hier. Nein, überhaupt nicht! Die Broiler! Habt ihr da oben irgendetwas vor? Warum geht ihr alle? Lasst uns hier unten allein, hat keine Zeit mehr bei uns zu sein. Du packst deinen Koffer, du gehst auf die Reise, du nimmst deinen Hut. Du gehst still und leise, möchtest niemanden wecken, lässt alle in Ruhe. Du hast uns was dagelassen, den größten Teil von dir. All deine Worte, all deine Noten, das alles blieb hier. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, welchen Namen zuerst. Den, der mir am meisten fehlt oder den, der weniger schmerzt. Habt ihr da oben irgendwas vor? Habt ihr da oben irgendwas vor? Ihr sollt wissen, hier unten war's besser mit euch. Ihr sollt wissen, hier unten war's besser mit euch. Ich möchte wie ein Kind dran glauben, an Partys auf Wolken. Die, die uns hier unten fehlen, sollen oben alles tun, was sie wollen. Ich leg deine Gitarre in den Koffer, ich bewahre deine Staffelei. Ich bin dir so dankbar, du bist zwar nicht hier, aber immer dabei. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, welchen Namen zuerst. Der mir am meisten fehlt oder den, der weniger schmerzt. Habt ihr da oben irgendwas vor? Habt ihr da oben irgendwas vor? Ihr sollt wissen, wir unten das besser mit euch. Ihr sollt wissen, wir unten was besser mit euch. Hier unten ganz eng wird, blicke ich wütend nach oben. Hast uns allein gelassen mit der Scheiße, du bist einfach gestorben. Dann seh ich deine Bilder an, dann hör ich deine Lieder. Dann lese ich deine Zeilen, dann mach ich weiter, denn wir sehen uns ja wieder. Ihr sollt wissen, hier unten war's besser mit euch. Die Brille!